Ja, hallo, hier ist wieder der Huskyhof. Heute gucken wir uns mal an: Fellpflege, Kämmen, den Hund baden, was da so alles abgeht. Und das will ich euch heute zeigen. Und bitte, wenn es euch gefällt, Kanal abonnieren. Dann können wir noch viele weitere solche Filme machen. Danke. Welche Instrumente verwendest du hier zum Kämmen? Eine ganze Menge verschiedene. Also das ist jetzt ein Striegel. Kannst du den mal zeigen? Dann ist er erstmal sauber. So. Der Moment, Moment, entlockt. nee. Okay. Ja, aha, Der gut. lockert die Unterwolle. Das zeig's mal. So, dann kommt die Unterwolle alleine weitgehend raus. Ich will ja das Deckhaar auf jeden Fall erhalten, soweit es nicht ausgefallen ist. Die Unterwolle verfilzt ja, weil, wie man oft darauf sehen kann, die ist ein bisschen wellig und verflicht sich dann sozusagen ineinander. Dann gibt es noch eine andere Sorte Striegel. Das ist mehr so eine Drahtbürste. Die tut aber nicht wirklich weh. Die holt die Reste der Unterwolle, die jetzt gelockert ist, raus. Aber dann wird schon etwas ungeduldig. Wie man hier sehen kann, also da kommt dann noch einiges hinterher heraus, wenn das Gröbste schon draußen ist. Wir sind aber noch lange nicht fertig, wirklich, richtig. Das kann man dann mit der Kamm rausnehmen. Kämme sind überhaupt wichtig, weil man zwischendurch immer mal so Filznester hat, die man vorsichtig lockern muss. Ansonsten tut es dem Hund natürlich wie uns auch weh. Das will man ja nicht. Es ist also wie beim Hund, wie beim Menschen. Es gibt verschiedene Kämme, um verschiedene Sachen zu machen, damit es hinterher schön aussieht. Ja, und als nächstes geht es dann ab zum Baden. Baden bzw. ans Duschen. Bei Opra ist das nicht so schwierig, denn sie ist eine Wasserratte. Und ein Profi. Und ein Profi. Und wenn man von seinem Hund nicht geduscht werden will, legt man die Hand auf den Widerrist. Das lähmt den Schüttelreflex. Opa ist allerdings ein Profi, weil der braucht man das nicht. Jetzt kommt das Shampoo. Was ist das für ein Mittel, mit dem du die da einseifst? Das ist im Prinzip eine Art Shampoo, abgestimmt auf den pH-Wert der Hundehaut und Haare. Ja. Und es ist auch mit, wie heißt das Zeug, Glauton oder sowas ist da drin. Das heißt, das weißt das Fell ein bisschen. Das ist aber kein Bleichmittel. So, und jetzt wird ausgewaschen. Ist das so handwarmes Wasser? Eher kühl. Eher kühl. Die mögen das gar nicht, wenn es so warm ist. Also wenn sein Hund körperwarm badet, dann wird der Hund gefrieren. Sie guckt so ein bisschen nach dem Motto, wer fertig. Das macht jetzt gleich Krach.
kein eigentliches Föhnen, sondern es handelt sich nur um ein Gebläse. Für Huskies braucht man keine Föhnfrisuren. Das ist wirklich nur die Nässe und die losen Haare aus dem Fell pusten lassen. Das heißt, es ist nicht heiß. Allerdings, man darf den Schlauch nicht knoten, dann wird es warm.